Waveform, ein neues Spiel, was wir euch vorstellen werden. Die Demo gibt es auf Steam zu kaufen, gibt es das Ganze auch für 5,49 € auf Steam. Und das soll ja was heißen. Ich mache mal die Musik leise, damit man mich auch ein bisschen verstehen kann. Ja, ist richtig. Und wir starten hier in Level 1, um das Spiel ein bisschen kennenzulernen. So. Ist eigentlich ganz einfach, wir können es mit der Maus hier steuern, mit der linken Maustaste, wie wir hier was machen und up and down und so weiter und so fort. Hier sehen wir das, die automatische Bewegung. Oh, 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 oh. Wir sollen natürlich hier, oh. Ihr habt's verstanden, hoffentlich. Nämlich. Die Gegenstände hier berühren. Und das sieht gar nicht so einfach aus, denn wir können hier natürlich auch alles verändern. Länge der Wellenschläge, etc. pp. Und wenn man das erstmal einmal rausgefunden hat, wie es am besten geht, dann kann man natürlich auch weitermachen. Denn hier kommen wir jetzt zu einer Sache, die ist natürlich ganz schlecht jetzt gerade verlaufen. Zack, zack, zack. Jetzt müssen wir hier mal hoch. Kommen wir nicht ganz hin. Ich glaube, es nicht ganz lang gezogen haben. Irgendwann ist es natürlich auch zu spät dafür, um hier irgendwas zu machen. Jetzt zum Beispiel hier, weil jetzt ist es nämlich das Problem, jetzt weiß ich nämlich nicht mehr, wie du das machen sollst. Ja. Da hat man es aber. Oh, da unten müsste man rein. Hm, naja. Wir haben es geschafft, auf jeden Fall. 8800 Punkte, kein Bonus. Ja. Auf jeden Fall 2 Sterne, 22%. Naja. Naja, ist nicht ganz gut, aber zum Zeigen reicht es euch, weil ihr habt jetzt schon verstanden, das Spielprinzip. Hundertprozentig. Weil jetzt kommen wir mal zum weiteren Level, nämlich Level 2. Gleiches Spielprinzip, bloß jetzt haben wir Multiplikatoren mit Schnelligkeit dabei, wo wir durchlaufen, springen müssen. Und die erste Complication ist noch richtig, aber danach müssen wir hier verschieben. Seht. Da haben wir jetzt schon die erste Mist gebaut. Ah, 4. Also musst du hier ganz schnell registrieren. Dürfen wir auf jeden Fall nicht treffen. Da haben wir uns getroffen. Da würde jetzt jemand sagen, Eise mit der Scheiße hier.
Aber das dürfen wir ja nicht sagen. Aber ihr seht, wir sind jetzt, glaube ich, ganz gut im Lauf. Wir haben jetzt das Spielprinzip so langsam ein bisschen verstanden. Den treffen wir auch voll durch. Schade. Ah, und da haben wir noch voll da reingetroffen. Und das schießt man tatsächlich auch noch entlockt. Das ist gut. Insgesamt 47.260 Punkte. 1.000 Bonus natürlich wegen dem Multiplayer. Dann nochmal 3. Macht dann insgesamt 43% Complication. Was schon mal was recht Gutes ist. 9 Sterne insgesamt. Mit 9 Sternen kann man schon ein bisschen gut leben. Aber wir leben weiter in unserem Level Nummer 3. Beziehungsweise Pluto Nummer 3. Ist schon fast wie eine Welt. Und wir sehen hier, dass in der ersten tatsächlich schon das gar nicht mehr übereinstimmt. Oh. Jetzt ist es schon fast vorbei, weil jetzt habe ich hier so gut wie fast alles kaputt gemacht. Naja, ob das wirklich cool war, ich weiß ja nicht. Da drin, naja, gut. Naja. Der kann gut werden. Jo! Das wurde er auch. Diese Welle darstellen. Ah, 94% Schaden. Ja, das war ja mal ein richtiger Fail-Match. Ah, schade. Schade. Multiplayer 3 nicht vergessen. Und den müssen wir da durch. Wundervoll. Auch sehr besonders gemacht hier. Multiplayer 4. Natürlich viele fleißig Punkte gesammelt, 66.000, zwei perfekte Wellen, das Exit-Portal genutzt, Multiplayer 4, Kombo aus 165.000 und 31%. Naja, ne? Könnte auch was Besseres geben, muss man mal so sagen, könnte was Besseres sein als 31%. Naja. Auf jeden Fall. Hier brauchen wir 20 Sterne hier unten, aber wir können hier weitermachen. Das machen wir auch mal. So, 20 Sterne brauchen wir, um da unten weiterzumachen. Ob wir das gleich hinkriegen mit dem nächsten Pluto, müssen wir uns mal fragen. Auf jeden Fall kriegen wir wieder eine ganz gut vorgegebene Anfang, den wir jetzt strecken müssen. Wir jetzt hier so machen müssen.
Also nach einer Zeit versteht man den Sinn des Spiels und auch wie man das hier machen muss. Und die Musik hat auch was für sich, hundertprozentig. Multiplayer 5. Schade. Prozent ist auch ein bisschen beautiful. Oh. Yes, voll getroffen. Voll mitgenommen. So, wieder gut getroffen. Also ihr seht schon, das Spiel reißt mich wirklich vom Hocker, weil das wirklich so geil ist. Und damit haben wir dann auch die super Sache hinter uns. Pluto 4 Resolut davon. Jo, 112.700. Vier perfekte Wellen. Natürlich den Warpole Exit genutzt, dafür nochmal. Und natürlich Multiplayer 5, das gibt auch nochmal Punkte. Macht insgesamt 265.000. Und das macht 51%. Ja, schon mal zufrieden, ne? 5 Sterne, das heißt, wir sind jetzt tatsächlich bei 20 Sterne. So, wie es tatsächlich auch gewünscht worden ist. Und jetzt können wir uns nämlich aussuchen, ob wir hier weitermachen oder ob wir da weitermachen. Wir machen hier unten mal weiter. Pluto's Moon. Und das ist tatsächlich eine Direction. Das war was Neues, denn jetzt wird es spritzig. Denn wie ihr seht, ist das hier nicht ganz einfach. Denn es schwimmt hier alles ein bisschen. Als wären wir hier unter der Erde im Wasser. Und wir sammeln fleißig Punkte, so wie es sein soll. Und das hat schon was wie... Oh, ich bin nicht mal so ganz seeprächtig. Ich kann nicht mehr richtig gut sehen. Geschafft. Da haben wir es jetzt zerrissen. Da haben wir es kaputt gemacht. Aber noch ein bisschen gerettet. Eine Wellenlinie. Deshalb heißt das ja auch Waves. Die Demo gibt es auf Steam. Kostet 5,49 €. Richtig billiges Spiel. Und das, was es euch bietet hier, wie ihr es hier sehen könnt, ist schon was richtig Gutes. Auch wenn wir jetzt das alle fangen, das was jetzt auch nicht so schlimm ist. Haben wir den total versemmelt. Ja, wir haben den Endwesen nur bekommen. So, haben wir auch bald geschafft, so dieses Wellenmäßige, was so ein bisschen Hass hat wie... Also, zur Steuerung ist ganz einfach, wenn wir das kurz erklären hier. Ihr habt einfach nur die Maustaste, wo ihr die linke Maustaste drücken müsst und dann könnt ihr hier hoch und runter die komplette Welle bewegen, hoch oder runter, natürlich auch in die Länge etc. pp. Speed up.
Exit. Jo, getroffen. So, insgesamt 214.540. Zwei perfekte Wellen. Natürlich den Exit genutzt und natürlich Multiplayer 5. Gibt ein Gesamtergebnis von 475.000, was 49% macht. Oh. Da hätte man ein bisschen mehr rauskriegen können. Ein bisschen mehr, aber das ist nicht so schlimm. Das ist. Kann man natürlich gerne immer wieder spielen. Wir machen erstmal hier die 5. Zeigen euch die 5. Und wenn ihr jetzt sagt, ach, das ist ja wirklich total einödig, spielt's mal selber. Dann wisst ihr, wie interessant das ist und tatsächlich, wie besonders das Spiel wirklich ist. Denn durch den besonderen Charme liefert das Spiel natürlich das, was ihr nicht von anderen Spielen erwartet. Vor allem nicht das, was ihr hier erwartet. Man muss hier schnell reagieren ab und zu. Um hier tatsächlich dann noch die Wellen vielleicht noch hinzukriegen. Die haben wir natürlich gar nicht gekriegt. Aber die kriegen wir umso besser. Wenn hier Kreuz steht, ganz wichtig, dann müsst ihr vorher schon rausgehen, sonst landet ihr im Wurmloch. Und das soll's nicht sein. Multiplayer 5. Haben wir auch bekommen. Doch noch bekommen. Mist. Schön durch beide durch. Einmal hier rum. Hier wieder ein bisschen ablassen. Ablassen ist auch schon ein schönes Wort. Auch geschafft. So. Wir schauen auf unsere Punktetafel, wie das Ergebnis nun aussieht. Ich denke mal, das ist ganz gut gelaufen. 5 perfekte Wellen. Multiplayer 5 natürlich. Ich denke mal so 60%. 55. Ganz gut, ganz dicht dran. 29 Sterne. Hat schon mal was. Und wir machen weiter hier. Nämlich in Level 6. Um uns das einmal anzuschauen. So. Es ist ja immer das Gleiche. Das heißt, ihr macht ja, ist ja immer nur die Welle generieren etc. pp. So wie sie laufen soll. Auch wenn es tatsächlich einödig erscheint, ist es nicht. Auch wenn ich mich da wiederhole. Spielt's mal selber. Dann wisst ihr, wie anspruchsvoll das Spiel sein kann. Und wie viel Spaß ihr damit haben könnt. Wenn ihr, das, ich weiß, dass ihr es mir nicht ganz schwer glauben könnt, aber Wavepoint ist, ja, genau das, was es sein soll. Sehr interessant und spannend. Ei, und dann hat er noch die Welle getroffen. Gerettet.
Und dann wollte ich diese Bälle hier genommen. Oh. Natürlich total nicht meine Stärke. Seht ihr ja schon. In einigen Fällen. Ah, voll berührt. Naja gut, war jetzt nicht so gut, der Pluto 6, aber wir sind noch 190.000 Punkte, was uns ein Endergebnis von circa, lass mich schätzen, 45 gibt. 45%. Schauen wir uns das an. Na gut, 53. So, letzte Level in dem Pluto, das zeigen wir euch noch und dann dürft ihr es einfach mal selber spielen. Die Demo gibt es natürlich auf Steam sowie natürlich auch zum Kaufen für 5,49 €. Und das ist mal ein wirklich billiges Spiel für solch wirklich spaßiges Spiel, was man, worauf man sich nur freuen kann. So, los geht's. Passend dazu jetzt im Multiplayer. Naja, ging auch schon mal besser. Ah. Mist. Schade. Genau so und nicht anders hat uns einmal einer gesagt. So sind wir auch dabei geblieben. So. Dann geht's hier in unsere 360-Schleuse. Na, das war... Dieses am Ende noch ein paar Punkte gesammelt. So, dass wir jetzt auch noch Multiplayer 3 erwischen. Weitere perfekte Welle hingelegt haben. So heißt es ja auch Wavepoint für den PC. Demo auf Steam. 5,49 € zum Kaufen. Warning! Jetzt passiert nämlich was, was wir nicht erhofft haben. Was das ist, seht ihr hier. Nämlich danke für das Spielen der Demo davon. Und in diesem Sinne wollen wir uns natürlich sagen, vielen Dank fürs Zuschauen bei diesem Gameplay zu Wavepoint. Ihr könnt es euch natürlich selber gerne kaufen. Insgesamt viele verschiedene Level, 5,49 € kostet das Ganze für den PC. Schaut da vorbei im Steam-Browser. 5,49 €. Kauft es euch, wenn ihr wollt. Und natürlich viel Fleißiges erwartet euch in der Vollversion des Spiels. Und wenn ihr es einfach mal selber antesten wollt, spielt das Spiel über Steam natürlich als Demo. Und in diesem Sinne sagen wir tatsächlich auch Tschüss und auf Wiedersehen bis zum nächsten Gameplay hier auf ebay-tv.de. In diesem Sinne, ciao, tschüss und auf Wiedersehen. Und wir zeigen euch hier noch den Startbildschirm, damit ihr nochmal Wavepoint ein bisschen seht. Oder Waveform. Und in diesem Sinne, Wavepoint sag mal aber gerne immer. In diesem Sinne sage ich Tschüss und auf Wiedersehen. Bis zum nächsten Mal.